Hey Clasher, die Klarkriegsliga steht wieder vor der Tür und das bedeutet natürlich wieder, dass Dörfer gebraucht werden. Heute schauen wir uns Dörfer an für die Radarstufe 9 bis hoch zu Radarstufe 16, sodass ihr in der Klarkriegsliga besser performen könnt und natürlich am Ende auch zusätzlich mehr Erze bekommt, denn ich hoffe, dass ihr damit mehr Klankriege und Klarkriegsliga-Matches gewinnen könnt. Ich würde sagen, wir starten auf Rados 9 und arbeiten uns hoch. Damit starten wir jetzt. Und natürlich geht wieder ein riesengroßes Dankeschön an RH Base Building, denn nur in Kooperation mit denen kriegen wir diese Dörfer überhaupt hier zustande. Von daher immer ein riesengroßes Dankeschön an die. Falls ihr zusätzlich euch Dörfer kaufen möchtet und sagt, hey zu, YouTube-Dörfer sind gut und schön, aber ich würde ganz gerne noch eigene Dörfer mir zulegen möchten, gar kein Problem, ihr könnt auf den Discord-Server-Link unten gehen und dort könnt ihr euch dann Dörfer selber kaufen, wenn ihr möchtet. Mit dem Code hierzu bekommt ihr sogar 10% dabei Rabatt. Aber ich würde sagen, wir starten doch direkt durch mit der ersten Radarstufe und das ist, wie bereits gesagt, Rathausstufe 9. Auf Rathausstufe 9 hat die Base am Ende der Valley gebaut und da war natürlich ein riesiges Dankeschön an ihn. Die Base an sich, genauso wie alle anderen in diesem Video, mit zentralem Rathaus, denn das kann euch vor allem in der Klangesliga einen sehr, sehr großen Vorteil verschaffen, falls dieses Rathaus irgendwie übersehen werden sollte, beziehungsweise nicht erreicht werden kann, um am Ende einen einschönen Angriff herauf zu provozieren. Die Klarmut, die hierbei empfiehlt, ist ein Lavahund, um das Ganze so ungemütlich wie möglich zu machen. Auf der Radarstufe 10 haben wir die nächste Base, dieses Mal auch wieder vom gleichen Base-Builder, wieder von Valley. Und ich würde sagen, wir gehen ein bisschen genauer darauf ein, was die einzigartigen Sachen des Dorfes sind und was natürlich am Ende beim Dorf raussticht. Eine natürlich super große Sache bei diesem ganzen Aufbau ist immer das zentrale Rathaus und das sollte nach Bestmöglichkeit auch beschützt werden. So zum Beispiel auch natürlich durch Luftfeger und so weiter und so fort, durch Gebäude, die allgemein viele Trefferpunkte haben. Das heißt, wir haben ein Zentrum, wo das Zentrum selber nicht wirklich viel Schaden macht, denn Rathaus schießt auf diese Radarstufe nicht zurück, die Lager machen nicht so wirklich viel. Es geht hier wirklich darum, im Zentrum eine Art kleinen Puffer aufzubauen, der wunderbar funktioniert, sobald man eben aus irgendeiner Richtung vor allem mit eben großen Pushes arbeitet, so zum Beispiel eben Drachen. Die Klamot, die hierbei empfohlen wird, ist ein Superminion, 3 Headhunter und 5 Bogenschützen. Auf der Radarstufe 11 machen wir natürlich direkt einmal weiter. Hier der nächste Base-Builder VRB am Start. Auch hier wieder zentrales Rathaus. Die Luftwege direkt am Rathaus, um möglichst viel zu nerven hier dabei. Und ansonsten auch rund ums Rathaus, ähnlich wie bei den oberen Radarstufen, dann relativ viel freier Platz. Sodass selbst ja, Drachen, Elektrodrachen und ähnliche Truppen es relativ schwer haben, zum Rathaus zu kommen. Denn wenn ich nach Feedback von euch frage, was für Strategien bekommt er am häufigsten in der Verteidigung, ist fast immer die Antwort, dass es irgendetwas mit Luft ist, Drachen mit Blitzzaubern, Elektrodrachen und so weiter und so fort. Natürlich sind auch hier wieder Fallen außen angeordnet, das heißt auch Hexen natürlich werden immer wieder benutzt und genau deswegen haben wir außen diese Riesenbomben, so zum Beispiel auf der unteren linken Flanke, sodass Hexen, die außen um das Dorf drumherum gehen, auch schnellstmöglich rausgenommen werden. Starburg, hierbei die Empfehlung ist ein Superminion, 2 Headhunter und 11 Bogenschützen. Damit kommen wir auch schon direkt schon zu Radarstufe 12, wo Tutti unser Basebuilder ist. Allgemein ähnlicher Aufbau, Rados im Zentrum mit viel Bereich drumherum, wo keine Gebäude sind, sodass eben, wie gesagt, diese ganzen Truppen, die von Gebäude zu Gebäude immer weiterspringen, dass die eine möglichst schwierige Zeit haben, um ins Zentrum zu kommen und dass man fast immer eben ein Zeppelin investieren muss, um das Rados wirklich rauszubekommen. Ansonsten natürlich viele Fallen drumherum. Wir haben die Tornado-Falle nah am Rathaus, um mögliche Zeppelines ein bisschen zu erschweren insgesamt. Und natürlich ansonsten wieder den Aufbau, wo möglichst wenig Blitze zugelassen werden, wenn es um die Elektrodrachen geht. Denn die Truppe ist ja wirklich sehr, sehr weithin verbreitet. Die Klarmut, die hierbei empfohlen wird, sind 2 Superminion, 2 Raketenballons oder wenn man das auch gehen möchte, einfach mit 40 Bogenschützen. Die nerven auch ziemlich, vor allem bei Elektrodrachen kann das echt, echt anstrengend sein für den Angreifer. Auf der nächsten Radarstufe, Radarstufe 13, haben wir die Base, die von dem Rex gebaut wird. Auch hier wieder der allgemeine Aufbau, so wie es halt eben gut funktioniert. Und deswegen sehe ich diesen Style immer wieder kommen. Zentrales Rathaus, Luftfeger mit dabei. Dieses Mal ist es allerdings noch ein bisschen krasser, sage ich mal, wenn es darum geht, dass man dem Angreifer so einen gewissen Winkel vorgibt. Denn die meisten Angreifer wollen ganz gerne natürlich in den Adler, vor allem wenn es um Mass-Angriffe geht. Mass, Luftspam, Boden, wie auch immer. Vor allem bei Luftern muss man natürlich auf die Luftfeger aufpassen und hier sieht man, wenn man von oben das Ganze angeht, hat man 2 Luftfeger, die gegen einen zeigen und das kann echt nervig werden. Das heißt, entweder muss man damit
leben können, dass der Adler hinten raus ist, oder muss beide Luftfeger blitzen, was auch nicht so geil ist. Die Klarmut, die hierbei empfohlen wird, sind 2 Superminion, 2 Headhunter und damit Bogenschützen auffüllen. Nächste Radarstufe haben wir die Radarstufe 14. Hier hat Kronos die Base für uns gebaut. Und ich würde sagen, auch die schauen wir uns mal ganz kurz gemeinsam an. Hierbei haben wir direkt im Zentrum relativ viele Gebäude, wie zum Beispiel die X-Bögen, natürlich aber auch die Streukatapulte und auch ein Single-Inferno-Turm. Diese Inferno-Türme, die Single-Inferno-Türme, haben inzwischen aktuell so ein kleines Comeback. Vor allem auf Rathaus 16 kann man sie gut benutzen, aber dazu kommen wir, glaube ich, dann später noch mal ein bisschen genauer. Ansonsten haben wir eine Ringbase und mit den offenen Mauern. Diese offenen Mauern sind primär dafür da, um wirklich es sehr, sehr schwer vorhersehbar zu machen, wie genau Mauerbrecher zum Beispiel laufen oder auch wie die Truppen allgemein sich innerhalb dieses Dorfes verhalten, sodass am Ende der Angreifer, ja, auf gutes Gelingen und gute Mitarbeit seiner Truppen hoffen muss. Die Klamot, die hierbei empfohlen wird, sind 2 Headhunter und ansonsten einfach 33 Bogenschützen. Wie bereits erklärt, die Bogenschützen sind hierbei einfach primär dafür da, um als Kanonenfutter für die Verteidigung zu sorgen. Weiter geht's mit der Radarstufe 15, hier der Basebuilder ESK, eine weitere Ringbase mit zentralen Rathaus und auch direkt ein Giftturm, um Superbogenschützen Zeppelin das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Auf jeden Fall, auch hier haben wir super viele Fallen dann im oberen Bereich des Rathauses, denn im unteren haben wir bereits den Giftturm. Das heißt, die meisten Spieler werden das Ganze nicht unbedingt hinterfragen und halt eben eher auf der Giftturm-fernen Seite den Bogenschützen Zeppelin spielen. Und das sollte hier am besten natürlich verteidigt werden. Deswegen auch oben die Bombentürme, um das Ganze noch ungemütlicher zu machen. Der Wutturm ist immer noch eine sehr, sehr starke Wahl. Man muss allerdings eben schauen, dass Bogenschützen, Zeppeline und Co. nicht zu viel bekommen und deswegen hier die ganzen Fallen. Die Klamuk, die hierbei empfohlen wird, sind insgesamt 3 Eisgolems und 5 Bogenschützen. Und ich würde sagen, damit kommen wir schon direkt dann zur letzten Rathausstufe, der neuesten Rathausstufe, die wir jetzt in Clash of Clans haben, und das ist Rathausstufe 16. Hier, sehr wunderbar, es ist keine richtige Ringbase, aber auf jeden Fall ein gut beschütztes Rathaus. Und zwar sehen wir hier auch wieder einen Wutturm in Action. Hinten allerdings der Giftturm, um eben möglichen Zeppelin das ganze Leben ein bisschen zu erschweren. Das heißt, Wutturm unten vom Rathaus, und das macht es normalerweise sehr, sehr eklig, durch Rathaus durchzugehen. Das heißt, so viel wie viele Angriffe wie Bowler oder allgemeine Bodenangriffe, die ja normalerweise ganz gerne von der Rathausfernen Seite angreifen, die müssten einmal durchs Rathaus durch, durch den Wutturm durch, und das ist echt viel, sehr, sehr viel Schaden. Das gleiche Prinzip natürlich auch für die Angreifer, die ins Rathaus selber rein wollen. So oder so, ekelhaftes Dorf, um das Ganze anzugreifen. Die Klamburg, die hier vom Basebuilder Andrew empfohlen wird, sind 2 Superlakaien, 4 Headhunter und dann 2 Bogenschützen, um möglichst viel Schaden zu generieren und möglichst dolle zu nerven. Und das war es an sich am Ende auch schon mit allen Dörfern für die Radarstufen 9 bis hoch zu Radarstufe 16. Wie bereits gesagt, falls ihr euch eigene Dörfer kaufen möchtet, könnt ihr das gerne auf der RH Base Building Webseite machen, beziehungsweise unten auf dem, im Discord-Server von denen. Und natürlich mit Kodetsu bekommt ihr 10% Rabatt am Ende. Dafür natürlich vielen Dank am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, die Dörfer können euch überhaupt voranbringen in der Klangsliga. Ansonsten wünsche ich euch natürlich einen wunderprächtigen, und bis dahin, wollen wir bis zum nächsten Video rein und tschö, tschö.